So, hallo zu einem neuen Wunsch-Tutorial und dieses Mal geht es um das Kürbisfarmen und das Melonenfarmen. Ja, dazu habe ich mir einige Testbeete angelegt, um das Ganze mal so ein bisschen anzuschauen und wie man jetzt am besten Melonen farmt, das zeige ich euch jetzt. Ich fange da mal ganz einfach an mit dem, so wie ich vorgegangen bin, am Anfang hier einfach mal einen kleinen Erdblock gemacht, Wasser drumherum gesetzt und eine Melone bzw. Kürbispflanze reingesetzt. Wie man sehen kann, ich habe jetzt natürlich ein bisschen gewartet, kommt hier nichts. Eine Kürbis- bzw. Melonenpflanze braucht immer einen benachbarten Block Ackerboden, der frei ist. So wie man das hier sehen kann, da habe ich mal ein Feld außenrum gemacht. Ebenso kann man auch sehen, dass eine Melonenpflanze bzw. Kürbispflanze immer nur eine Melone bzw. einen Kürbis bilden kann. Wenn man diesen entfernt, wächst natürlich ein neuer nach, also die Pflanze hält dann etwas länger an. Wenn man dann die Pflanze zerstört, zum Beispiel von den Kürbissen, erhält man dann auch Kürbiskerne zurück. Wenn man dann von der Melone, also die Melonenstückchen dann nimmt, also wenn man eine Melone zersteckt, bekommt man Stückchen, im Creative-Modus geht das nicht, deshalb lasse ich es mal gerade stehen. Dann kann man die Melonenstückchen zu Melonensamen auch wiederum craften. Also im Prinzip ist das Ganze wieder erneuerbar, das heißt man kann eigentlich nur seine ganzen Melonen vervielfältigen. Melonen sind in dem Fall eine sehr günstige Nahrungsquelle. So, dann hier vorne das Ganze, das ist in einem Video von Minecraftsman mal so gezeigt worden. Er hat diese Methode des Farmers bevorzugt, das heißt zwei Reihen und in der Mitte immer eine freigelassen, wo dann die Melonen reinkommen. Ich persönlich halte das Ganze für etwas suboptimal, da folgendes, ich kann es euch kurz erklären. Ich habe ja schon hier gezeigt, eine Melonenpflanze bildet immer eine Melone aus. Völlig egal in welche Richtung jetzt, das heißt Zufall nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Diagonal geht es dann glaube ich in dem Falle nicht, sondern entweder nur da, da, da oder da. Wenn man das hier so macht in dem Falle, haben zwei Melonenpflanzen ja nur einen Block übrig. Das heißt, wenn diese Melonenpflanze in dem Fall gerade eine Melone ausbildet, kann diese hier, die zufällig 10 Sekunden später auch eine ausbilden würde, keine neue ausbilden, weil kein Platz mehr da ist. Das heißt, der Platz ist schon besetzt. Deshalb würde ich Folgendes empfehlen. Meine optimale Farmmethode wäre dann in diesem Fall das hier. Ganz einfach. Einfach Reihen angelegt, wo immer eine Reihe Melonenpflanze oder Kürbispflanze, Schrägstrich, müssen wir bedenken, Kürbissen genau das gleiche ist. Dann einen Platz frei, wo die Melone wachsen kann. Dann wieder eine Reihe Kürbis- bzw. Melonenpflanzen und dann wieder dann die Früchte. Das Ganze kann man dann fortsetzen, solchen Reihen anbringen. Ihr könnt das jetzt so machen, dass ihr eventuell hier das Ganze ein bisschen platzsparender macht, hier noch einen Steg entlang zieht, wo ihr entlang laufen könnt. Allerdings würde ich euch das hier empfehlen. Ihr könnt das Ganze auch noch beschleunigen, indem ihr Folgendes tut. Ich mache hier mal lauter Kürbisse rein, dann mache ich hier mal lauter Melonen rein. Und zwar natürlich mit was auch sonst, mit Knochenmehl. Genauso wie man Bäume düngen kann, kann man auch hier die Melonenpflanzen düngen. Natürlich nicht einfach hier gucken, oho, geht nicht, sondern ihr müsst genau auf die Melonenpflanze draufklicken, beziehungsweise Kürbispflanze draufklicken und dann wächst diese gleich zum Endstadium aus. Genauso hier drüben das gleiche bei Melonen. Oh, hier kann man sehen, die ist schon gleich gewachsen. Geht relativ zügig auch. Am Anfang dauert es halt immer ein Weilchen, aber wenn die Pflanzen dann fertig sind, sollten hier dann auch zügig Kürbisse bzw. Melonen kommen. So. Wie gesagt, eine sehr günstige Methode. Ich würde das in dem Fall so anlegen. Denkt bitte, dass ihr ein Wasserbecken um das herumzieht. Oder zumindest, ich glaube, Wasserbecken ist gar nicht mehr nötig. Eigentlich müssen immer nur die Blöcke mit Wasser versorgt werden. Das heißt, ihr könnt auch theoretisch hier in der Mitte ein Loch reinbasteln. Dort unten drunter einen Wasserspot setzen, das Loch wieder zunageln mit einem Block Erde. Das müsste auch vollkommen ausreichen, das Ganze mit Wasser zu versorgen. Bedenkt aber auch, dass ihr das am besten draußen machen sollt, wo viel Sonne hinkommt. Denn wenn das Lichtlevel zu niedrig ist, dann würden die Melonenpflanzen auch eingehen in der Regel. So, hier vorne habe ich das Ganze nochmal im Meer gemacht, einfach mal eine Reihe entlang gezogen. Passiert natürlich rein gar nichts, da kein Platz ist zum Wachsen von Melonenpflanzen. Hier drüben genau das andere. Ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall ist, aber wenn genug Platz ist, dann wechseln die sich in der Regel auch ab. Ich glaube, das ist in dem Fall Zufall. Wenn jetzt hier noch eine weitere Reihe sein würde, dann würden die auch reinsinken. Also ob links oder rechts ist wie gesagt totaler Zufall, aber wenn die Reihe jetzt alle weggemacht werden würde, würden alle jetzt praktisch in der einen Reihe spawnen. Also sie sucht sich immer Platz, wenn er zur Verfügung ist. Wenn natürlich noch mehr Platz zur Verfügung ist, nicht nur ein Feld, dann sucht die sich das aus. Ich glaube, das Abwechselnde hier ist in der Regel vollkommener Zufall. Also nicht, dass es eine Regelmäßigkeit jetzt sein sollte. So. Dann, ja, größtenteils wisst ihr etwa, wie es funktioniert. Ein extra Beet anlegen brauche ich, glaube ich, jetzt nicht. Im Prinzip ist ja eigentlich schräg normal einfach hier ein kurzes Loch ziehen. Und dann in der Mitte ein bisschen größer ausbauen. So, ich mache es jetzt mal 4x4. Okay, jetzt habe ich es ja doch gemacht. Was soll's. Das Ganze dann hier in der Mitte ein bisschen mit Erde ausgleichern. So, am besten so ein 3x3er Feld.
und dann eigentlich stinknormal pflanzen. Natürlich, bevor ihr pflanzt, ihr müsst bedenken, dass es alles Ackerboden ist, schnappt ihr euch eine Hoe, wie die zu craften ist. Ich glaube, das muss ich nicht erklären. Das Tutorial ist in dem Fall eigentlich relativ einfach, ist nichts Besonderes. Jedenfalls nur mal so eine optimale Technik, wie man die neuen Melonen effektiv farmen kann. Das wollte ich nur mal vorstellen. Das wäre es jedenfalls so gewesen, jedenfalls von meinem Empfinden her. Es gibt jetzt, wie gesagt, immer mehrere Techniken. Jedenfalls die effizienteste und platzsparendste ist, wenn ihr Beete anlegt, die dieses Format haben. Das heißt, Pflanze frei, Pflanze frei. Steg zum Landlaufen ist, glaube ich, nicht unbedingt nötig. Ihr könnt euch einfach hingehen, die Melonen dann abernten und per Schleichen über das Beet drüber laufen, damit zerstört ihr auch nichts. Hier vorne einfach jetzt warten, bis das Ganze mit Wasser zugesogen ist, oder müsst ihr eigentlich gar nicht mal. Und dann Pflanzen düngen. Und dann habt ihr auch schon ein perfektes Melonenbeet angelegt. Das Ganze könnt ihr jetzt noch verschönern, ausbauen, vergrößern, alles mögliche. Ich werde jetzt einige Beete wieder entfernen oder vielleicht ein bisschen was drumherum ziehen, um das nicht allzu groß hier zu machen. So viel jedenfalls zur Melonenfarm. Das wäre so meiner Meinung nach die effektivste Methode, die es so gibt bis zum jetzt. Genaueres kann man so nicht sagen. Ich hoffe, es ist alles erklärt worden in diesem Tutorial. Wenn ihr Wünsche habt zum Tutorial-Thema, oder einfach was ihr wissen wollt, was man toll so erzählen sollte, und das ist noch nicht gemacht worden, dann könnt ihr mich gerne anschreiben per eine PN an meinen YouTube-Account, und dann werde ich euch halt zurückschreiben, ob ich das annehme oder nicht annehme, je nachdem, ob es überhaupt realisierbar ist. Und dann sehen wir uns eventuell im nächsten Tutorial, oder was heißt sehen wir uns, die Fragen lese ich am Anfang nicht mehr vor. Ja, ansonsten wäre es das von mir so gewesen, und ja, dann bis zum nächsten Video oder Let's Play oder was auch immer. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen. Sehr kompliziert ist es nicht. Die Schwierigkeitsstufe, da denke ich mir noch was aus. Ich denke mal, das wird irgendwo so im Bereich zwischen Fußnägel schneiden oder sonst was liegen. Also nicht so kompliziert. Gut, dann war's das. Auf Wiedersehen.